Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 28 und zwar für die Handelstage vom 9.7. bis 13.7.2018. Wie gewohnt hier der Blick aufs Big Picture der Märkte DAX, S&P, Euro und Gold. Wir wollen uns hier das große Bild anschauen, was könnte in der kommenden Handelswoche grundsätzlich passieren an den Märkten, welche Kerntendenzen könnten eintreten, welche wichtigen Widerstände und Unterstützungen sind hier im Markt, die man beachten sollte für die kommende Handelswoche. Wie gewohnt auch hier in der Videobeschreibung, wenn ihr euch eben vielleicht nicht DAX und S&P anschauen wollt, sondern zum Beispiel nur den Euro, dann könnt ihr unten in der Videobeschreibung entsprechend hinter diesem Markt dann auf die Uhrzeit klicken, dann kommt ihr im Video direkt an die Stelle, wo ich dann mit dem Euro starte oder mit dem Gold starte, also hier unten einfach in der Videobeschreibung entsprechend draufklicken. Wie gewohnt auch am Anfang der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch, achtet prinzipiell darauf, dass ihr mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass all das, was ich hier sage und gegebenenfalls an Setup entwerfe, definitiv keine Handelsentscheidung ist oder Handelsempfehlung ist, sondern lediglich eine kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem Trading. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder zum Broker natürlich beantwortet bekommen. Bevor wir mit dem DAX starten, dann wie gewohnt auch der Blick auf die Fundamentals für die kommende Handelswoche. Da kommt nicht so viel raus. Am Dienstag vielleicht für den britischen Pfund hier Bruttoinlandsprodukt. Am Mittwoch für den kanadischen Dollar und nochmals für das britische Pfund kommen hier 16, 17, 17.15, 17.35 entsprechend ein paar Dinge raus. Zinsstatement bzw. Zinsentscheidung für Kanada. Das ist dann vielleicht für den kanadischen Dollar interessant. Für uns hier, für den DAX, für den Euro wäre vielleicht Donnerstag eventuell harmonisierter Verbraucherpreisindex früh um 8. Eurozone, EZB-Accounts, beziehungsweise um 14.30 Uhr am Donnerstag. Wir sehen es hier, Verbraucherpreisindex aus den USA und am Freitag dann nochmals aus China. Ja, wir müssen schauen. Ich denke, für uns persönlich ist maximal der Donnerstag kriegsentscheidend, wo wirklich große Bewegungen hier in den besprochenen Märkten eventuell reinkommen, beziehungsweise wo Volatilität aufkommen könnte. Aber da wir am vergangenen Freitag bei den Non-Farm Payrolls auch kaum Bewegung hatten, ist es auch meistens so, dass bei den anderen Zahlen, die dann nicht ganz so wichtig sind, wo die Märkte nicht ganz so drauf schauen, eben dann auch vielleicht nicht so viel Volatilität aufkommt. Nichtsdestotrotz einfach hier zu den entsprechenden Uhrzeiten immer mal dann schauen, dass man vielleicht nicht ein paar Minuten vorher hier eine Position eingeht und sich dann wundert, dass auf einmal der Markt anfängt zu zucken. Wir schauen und starten dann mit dem DAX. Der hat ja prinzipiell vergangene Handelswoche hier, im Moment, wir sind noch im S&P, also hier erstmal auf den DAX. Der hat in der vergangenen Handelswoche hier dieser rote Strich, ist ja der Beginn der Handelswoche und grundlegend haben wir die Reise nach oben hier angetreten. Grundsätzlich war der Markt ja hier in so einer Schiebezone, ist in diesem Bereich mehrfach auf und ab gewandert und dann hatten wir erstmal in der vergangenen Handelswoche die Reise nach oben in diesen oberen Bereich um die Marke knapp oberhalb von 12.400, sind dann auch hier nochmals kurzzeitig abgeprallt und konnten dann hier am Donnerstag und Freitag grundlegend Stärke sehen in den Märkten. Der Markt schön nach oben gelaufen, man konnte hier auch schöne Bewegungen, gerade auch mit dem Bruch dieser Seitwärtszone, dieses dann schon antizipiert hier, ist eben eine schöne Möglichkeit gewesen, den Markt generell auf der Aufwärtsseite zu sehen. Was können wir jetzt für die kommende Woche erwarten? Übergeordnet sind wir hier aktuell, ich zeichne es mal ein, grundsätzlich weiter, erstmal short tendierend. Wir hatten hier diese Abwärtsbewegung, haben dann nochmal den Versuch gewagt, den 13.200er Bereich hier anzulaufen, beziehungsweise den Versuch gewagt, diese Hochs hier vielleicht nochmal zu überschreiten. Das hat der Markt nicht geschafft. Er ist dann grundsätzlich, wissen wir ja, eben schön weiter abwärts tendierend, hat neue Bewegungstiefs auf übergeordneter Ebene ausgebaut und ist hier jetzt aktuell mit dieser Aufwärtsbewegung, gerade eben dann auch in der vergangenen Handelswoche, erstmal wieder in einer erholenden Phase, allerdings übergeordnet erstmal lediglich an dieses alte Tief ran, was dann auch in diesem Bereich hier schon mal nicht so uninteressant war. Und jetzt hier dieser 550er Bereich, vergangene Handelswoche, das Wochenhoch in diesem Bereich erstmal getestet. Es kann jetzt durchaus sein, beziehungsweise sind wir in einem richtungsentscheidenden Bereich. Grundsätzlich ist es denkbar, vielleicht nachdem der Markt erstmal nochmals, das müssen wir mal schauen, erstmal nochmals hier so kleine neue Hochs vielleicht ausbaut. Der Bereich zwischen 500 und 600 ist ja grundlegend dieses Widerstandsniveau hier oben. Wir hatten das auch in der Vergangenheit des Öfteren schon gesprochen. Also es kann durchaus sein, dass der Markt vielleicht auch gerade zum Beginn der Handelswoche nochmal so ein bisschen nach oben zuckt, was von meiner Seite auch dazu führen wird, wenn sich am Montag nicht vielleicht durch die Asiaten oder eben generell durch die Vorzeichen hier sofort die Abwärtsseite ankündigt, dass ich es auch erstmal versuchen werde, hier vielleicht den Markt nochmals vorsichtig auf der Longseite
Seite zu nehmen. Grundsätzlich sollte das auch oberhalb des Freitagstiefs, das ist in etwa der Bereich, ich zeichne es auch oder zeige es auch gleich nochmal auf dem Stundenchart, das ist so der Bereich um die Marke 12.400 in etwa. Solange sich der Markt darüber verhält, solange der Markt auch über dem Bereich eben rangiert, ist es denkbar, auch selbst nach kleineren Rücksetzern, dass wir hier immer nochmal neue Bewegungshochs ausbauen. Höchstwahrscheinlich nicht gravierend. Es ist somit auch durchaus denkbar für diejenigen, die sehr antizyklisch zu dieser Aufwärtsbewegung hier dieser letzten Woche handeln wollen. Neue Hochs, neue Bewegungshochs, mal gucken, wie der Markt reagiert, dann vielleicht antizyklisch zu shorten, wäre auf diesem Niveau vielleicht auch eine strategische Herangehensweise für die kommende Handelswoche. Das müssen wir uns mal anschauen. Aber grundsätzlich ist einfach der Bereich um die Marke 12.550 hier richtungsentscheidend. Sollte der Markt nennenswert, und es ist hier, ich zeichne es mal ein, grundlegend, dann wie gesagt nicht der Bereich exakt 550, sondern mehr oder weniger so knapp darunter bis knapp darüber, bis in den 600er Bereich in etwa. Wir sehen das auch, dass wir hier nochmal zwei Tiefs haben, die diesen Bereich markieren. Also alles, was sich in diesem Bereich abspielt, kann erstmal noch leichte Stärke bedeuten. Aber es ist nicht auszuschließen, dass der Markt eben in diesem Bereich dann auch nach unten etwas reagiert und das auch etwas stärker tut. Ich denke, bis in den Bereich 300 in etwa hier runter ist es durchaus denkbar. Dann sind wir auch nochmal kurzzeitig in dieser Schiebezone hier der letzten Wochen drin. Es ist denkbar, dass eine Gegenreaktion kommt. Dann kommt hier in diesem Bereich der nächste wichtige Bereich. Hier sollte sich der Markt dann erneut entscheiden. Will er weiter übergeordnet dann die Aufwärtsseite spielen? Also prallt hier wieder ab und fängt wieder Stärke anzubekommen, wieder in Richtung 550 und dann vielleicht übergeordnet hier drüber. Also das wäre ein Gedanke, dass man dann, wenn der Markt hier Schwäche findet, erstmal in Richtung 300 handelt. Hier unten müssen wir dann wieder schauen, findet er weiter Schwäche, wird es natürlich mehr und mehr ein Zeichen, dass der Markt eben doch in Richtung 12.000 pushen möchte. Aber ich denke, in dem 300er Bereich, auch schon vorher mal in dem 375er Bereich, den wir in der vergangenen Handelswoche sehr, sehr oft hatten, ist hier Unterstützung denkbar. Sollte es natürlich gleich über diesen 600er Bereich gehen, dann kann es auch sein, dass sich diese Aufwärtsbewegung, die hier gestartet ist, auch etwas stärker weiter vollzieht. Aber in diesem Bereich, wo wir hier uns aktuell befinden, sollte sich das Ganze hier entscheiden, ob wir generell Stärke bekommen oder nicht. Und dafür auch gleich, wer sich hier die DAX-Analyse anschaut, auch die S&P-Analyse gleich nochmal anschauen, weil da ist eben das Zeichen von Stärke relativ groß. Aktuell gerade die Freitagsbewegung hier, Donnerstag schon auf Tageshochs geschlossen, Freitag mehr oder weniger auf Tageshochs geschlossen. Also da ist gerade auch ziemlich viel Stärke drin, was natürlich auch grundsätzlich dazu führen kann, dass es weitergeht. Sollten wir dann unter 300 rutschen, wird die Abwärtsseite, wie gesagt, mehr und mehr interessant. Auch hier dann eben gegebenenfalls etwas aggressivere Einstiege für die Abwärtsseite. In diesem Bereich hier wäre ich erstmal ein bisschen vorsichtiger, nicht zu aggressiv, vielleicht kleinere Positionsgrößen, wenn ich shorte. Grundlegend ist eben auch hier natürlich im 300er Bereich dann die Aufwärtsseite denkbar und auch schon vorher. Das werden wir dann auch entsprechend in den Livestreams dann immer besprechen. Auch schon vorher der Bereich um die Marke 375 ist hier für eine Reaktion gegebenenfalls gut in Richtung 550 und ideal, ihr kennt das ja von mir, ideal finde ich es ja und da zeichne ich jetzt nochmal ganz fett drüber. Wir sind diese Aufwärtsbewegung hier geritten in den Bereich rein und ich persönlich warte ja dann immer schon ganz gerne auf einen Rücksetzer nochmals in diesem Bereich, um dann eben die Aufwärtsseite weiter zu handeln mit dem Gedanken, dass wir dann eben auch vielleicht durch diesen Widerstandsbereich, der definitiv nicht ohne ist, dann eben durchgehen. Und von daher gehe ich auch von dieser blauen Kernbewegung erstmal im Idealfall aus und würde versuchen dann entsprechend die Aufwärtsseite erstmal ein kleines Stück vielleicht noch weiter zu handeln. Wenn der Markt dann dreht, erstmal ein bisschen vorsichtig die Abwärtsseite zu handeln und dann entsprechend im 375er 300 Bereich erstmal wieder auf die Long-Seite zu wechseln. Es sei denn, wir kriegen hier Schwäche, 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 dann würde ich hier weiter eben dann vielleicht Setups auf der Abwärtsseite suchen. Das ist erstmal der grundlegende Gedanke für den DAX für die kommende Handelswoche. Also 550, die Mitte aus dem kriegsentscheidenden Bereich. Hier sollte sich entscheiden, ob es weiter nach oben, weiter nach unten geht. Wir switchen auf den S&P über und hier hatten wir ja etwas eindeutiger. Eigentlich ist der S&P aktuell aus charttechnischer Sicht so der Markt, den man so ein bisschen als Referenzmarkt nutzen kann. Denn wir hatten hier relativ eindeutig erstmal diese Seitwärtsschiebezone. Hier, das war Anfang Mai bis Ende Mai, also fast der komplette Mai, der hat sich hier in so einer Range abgehalten. Wir sind ja dann vor zwei Wochen wieder in diese Range reingerutscht, sind dann hier auch prinzipiell immer wieder hin und her, relativ sauber auch und hatten dann zum Ende der Handelswoche schon gesagt, beziehungsweise hatte ich dann auch gezeigt, Mensch, das sieht irgendwie alles so ein bisschen nach Long aus, ja, weil der Markt hier eben zu fallende Hochs ausgebaut hat. Das hat sich recht gut durch so eine Trendlinie hier zeichnen können. Auch von der Unterseite hatten wir hier eben steigende Tiefs. Und jetzt hatte ich schon gesagt, Mensch,
Oberseite oder Unterseite. Das hatten wir die Woche generell besprochen. Dann zeigte sich eben so ein Break nach oben und dann war das eben auch für mich das erste Zeichen, okay, der Bruch nach oben könnte kommen. Und dann war hier oben noch, das sieht man jetzt in diesem Chart hier in der CFD-Indikation nicht so genau, wir hatten hier oben dann auch noch ein offenes Gap, was der Markt eben schön sauber am Freitag geschlossen hat. Und wie gesagt, wir sind am Donnerstag und am Freitag hier auf Tageshochs geschlossen und das ist erstmal natürlich ein relativ starkes Zeichen für den Markt. Somit bin ich auch hier, und das kann sich auch durchaus mit einer etwas stärkeren Gegenbewegung erstmal zeigen, grundsätzlich alles oberhalb von 2739 aktuell, vielleicht sogar ein Hauch höher, ja, dass das hier so ein bisschen der richtungsentscheidende Bereich bleibt. Wenn der Markt jetzt hier so ein Stück zurückkommt, und das wäre auch für den DAX der Gedanke Richtung 300, vielleicht nicht ganz, aber dass er nochmal so eine kleine Reaktion nach unten zeigt, und ähnlich wäre es jetzt hier idealerweise auch für den S&P, dass der Markt hier vielleicht nochmal diese scharfe Bewegung vom Freitagnachmittag her primär hier vielleicht nochmal so ein bisschen zurückerobert, Kraft tankt für eine erneute Bewegung nach oben. Und das wäre jetzt hier auch generell erstmal so der Idealfall für den S&P, dass der Markt nochmal so ein Stück weit zurückkommt, vielleicht auch vorher hier erstmal in diesen Widerstandsbereich 2769 in etwa läuft und dann diese Gegenbewegung nach unten in dieses Unterstützungsniveau fährt. Bedeutet natürlich, wer antizyklisch handeln möchte, könnte versuchen, auch auf die roten Pfeile zu handeln. Etwas defensiverer Natur, ähnlich wie im DAX. Wer prozyklisch handelt mit dem Ausbruch, starkes Zeichen, dann eben entsprechend die grünen Pfeile, wobei der grüne Pfeil hier oben natürlich zu klein ist für das Ziel, also das nicht, aber hier unten eine Reaktion auf der Long-Seite in Richtung 2769, beziehungsweise wenn wir weiter so stark sind wie die letzten zwei Handelstage und hier doch durchaus die generelle Stärke wieder so ein bisschen zurückkommt, dann ist 2800 durchaus realistisch für die kommende Handelswoche. Denn durchschreiten wir eben diesen Bereich zwischen 2739 bis 2769 hier relativ zügig. Und dann kann es natürlich auch relativ schnell in Richtung 2800 gehen. Das wird hier höchstwahrscheinlich nicht in einem Zuge passieren. Aber wir haben ja immerhin fünf Handelstage vor uns. Und da kann hier durchaus die komplette Handelswoche positiv sein. Und wir dann unterm Strich hier neue Bewegungshochs ausbauen. Und solange wir, wie gesagt, über 2739 bleiben, sehe ich das durchaus als ein realistisches Szenario. Man sollte dann eben auch immer schauen, wie sind die Tagestendenzen oberhalb, unterhalb Schlusskurs bzw. oberhalb, unterhalb des Eröffnungskurses. Das sind ja auch dann immer so Zeichen, die ich für mich selbst nutze, um die Tagestendenzen so ein bisschen einzunorden. Aber grundlegend ist hier drüber es durchaus denkbar, dass wir eben erstmal auf der Aufwärtsseite pushen. Sollten wir allerdings wieder runterrutschen, dann ist relativ zügig sofort diese Seitwärtsschiebezone hier wieder interessant. Ja? Dass der Markt erstmal wieder hier reinläuft und durchaus weiter hin und her pendeln könnte. Das ist durchaus denkbar. Beziehungsweise auch ein Gedanke. Wir hatten ja hier unten diese Trendlinie eingezeichnet. Ja, die kann man natürlich jetzt hier auch weiter fortführen. Mal gucken, wo dann hier in der kommenden Woche noch das ein oder andere Tief ausgebaut wird. Da kann es natürlich durchaus sein, dass durch diesen Bruch vielleicht auch hier oben, wenn es ein Fehlausbruch wird auf der Long-Seite und der Markt relativ zügig wieder runterkommt, dass der Markt dann hier unten vielleicht sogar eben die Abwärtsseite etwas favorisiert und etwas schneller hier nach unten ausbricht. Das ist dann natürlich eben auch grundsätzlich denkbar. Also wer hier vielleicht, erstmal würde ich in diesem Bereich auf seitwärts tippen, wer aber hier oben, und wenn man den Markt vielleicht richtig schön auf der Abwärtsseite erwischt hat, der Markt dann vielleicht auch einen Tag zeigt, der richtig gutes Momentum auf der Abwärtsseite aufbaut, dann kann man durchaus auch mal darauf setzen, dass hier dieses untere Unterstützungsniveau 2700 vielleicht dann doch mit Schmackes mal durchstoßen wird und einfach dann aus solch einer Überlegung, und das hätte ich dann vielleicht auch mal sehen, wie sich der Markt verhält, auch mal auf dem Schirm, wenn wir doch Schwäche kriegen, mal auf der, ja, dann würde ich das eben mal versuchen, hier diesen Break nach unten zu antizipieren, diese Position laufen zu lassen, mit dem Gedanken, das wäre ja hier so eine Überlegung aus dem, was ist das, Ende Mai, da ist der Markt ja schon mal aus diesem Bereich nach unten ausgebrochen und dass der Markt hier durchaus bis in den Bereich, was ist es, in etwa 2675 nach unten runterrutscht. Ja. Also erstmal Stärke oberhalb von 2739. Favorisierte Long-Szenarien in Richtung 2790, 2800. Sollten wir in den Schiebezonenbereich laufen, dann grundsätzlich ein bisschen vorsichtig mit dem ersten Gedanken, dass hier eventuell so ein bisschen Schwäche reinkommen könnte. Switchen wir auf den Euro und der hat vergangene Handelswoche, also grundsätzlich habe ich vergangene Handelswoche den Euro gar nicht gehandelt, weil ich primär eigentlich mehr sehen wollte, dass der Markt genau das Umgedrehte macht, was er getan hat. Er
hat ja grundsätzlich hier eben so ein bisschen so einen dreifachen Boden ausgebaut. Das hatten wir auch in der letzten Trading-Wochenanalyse besprochen. Und es war auch der Kerngedanke, dass wir natürlich definitiv realistisch weiter nach oben laufen könnten. Das hatte ich auch gesagt. Oberhalb bestimmter Unterstützungsbereiche war hier die Aufwärtsseite durchaus denkbar. Und ich weiß auch im Livestream, dass der ein oder andere hier den Euro wunderschön auf der Aufwärtsseite gehandelt hat. Ich persönlich habe es nicht getan, weil ich eigentlich Folgendes sehen wollte. Dieser Gedanke ist mir in der vergangenen Handelswoche dann so ein bisschen gekommen, dass der Markt hier erneut unter dieses Unterstützungsniveau in etwa 1,1650 runterrutscht und hier ein bisschen Schwäche zeigt, um dann hier erneut den Weg Richtung 1,15, erstmal 1,1530 und dann Richtung 1,15 zu handeln. Dieses Szenario ist erst gar nicht eingetreten, sondern der Markt ist schön sauber Tag für Tag fast nach oben gelaufen, ist durch die 1,1730 nach oben durch. Dieses wichtige Niveau haben wir am Freitag hier nach oben durchschritten, haben zwischenzeitlich keinen nennenswerten Rücksetzer mehr aufgebaut, ja, wo ich dann eben auch nochmal gesagt habe, okay, wenn denn long, dann soll er jetzt aber auch nochmal ein Stück zurückkommen, um dann eben einzusteigen. Das hat er mir alles nicht gezeigt, zumindest habe ich vergangene Handelswoche nicht einen Trade im Euro gemacht. Ich hoffe, das ändert sich in der kommenden Handelswoche und ich hoffe, dass ich natürlich grundsätzlich dann auch schaffe, hier positive Trades rauszubasteln. Und zwar dadurch, dass der Markt jetzt über 1,1730 gelaufen ist und eben aktuell hier in dieser Aufwärtsbewegung gar nicht so große Rücksetzer gezeigt hat, sondern diese Bewegung ja grundsätzlich relativ sauber hier vonstatten ging, ist es jetzt auch denkbar, dass der Markt auch weiter relativ sauber erstmal in Richtung 1,1820 läuft. Als nächstes Ziel wäre dann auf jeden Fall auch nochmal der 1,19er Bereich interessant. Ich würde jetzt gerade auf kleineren Zeitebenen, Montag, Dienstag, mal schauen, wenn der Markt jetzt nochmals hier so knapp unter 1,1730 dippt, vielleicht 1,1725, das wäre so ein Level, den Markt hier nach einem leichten Rücksetzer auf der Aufwärtsseite zu bekommen. Erstes Ziel 1,820. Den Bereich, da sind ja dann so knapp 100 Ticks oder 100 Pips. Das ist auf jeden Fall ein Weg, den er in der Regel nicht an einem Tag tätigt, sondern über 2-3 Tage gegebenenfalls. Das wäre auf jeden Fall eine Überlegung. Und ihr wisst, diesen Gedanken hatten wir vor ein paar Wochen schon mal gehandelt, auch im Livestream hier gezeigt. Der Einstieg im 1,1730er Bereich und den Handel bis hinauf in Richtung 1,1820. Genau das würde ich jetzt kommende Handelswoche durchaus nochmal versuchen wollen. Das sind dann eben, wie gesagt, knapp 100 Pips, die man hier mitnehmen kann, nachdem der Markt hier vielleicht, wir müssen mal schauen, wie wir morgen um 8 Uhr dann hier rangieren, ob der Markt dann vielleicht im 1,1730er Bereich ist. Grundsätzlich erstmal kurzfristiger Natur die Aufwärtsseite. Zeigt der Markt aber, dass wir dann nachhaltig wieder unter 1,1730 rutschen, dann bin ich erstmal relativ schnell wieder vorsichtig, weil dann kommt eigentlich der Abwärtsgedanke, den ich vergangene Woche immer schon gehegt habe, relativ schnell zurück, dass der Markt erstmal, dafür muss er natürlich erstmal so ein bisschen Schwäche zeigen, aber dass er durchaus realistisch in den Bereich 1,1650 hier rutschen könnte und darunter würde ich ja ganz gerne verkaufen wollen. Nun sind wir natürlich aktuell über 1,1730 und haben hier den Schlusskursniveau im Bereich 1,1740 gehabt. Da ist es natürlich in den Bereich 1,1650 auch nochmals in ungefähr 100 Pips. Somit, wenn hier ein Tag eintritt, wo Momentum auf der Abwärtsseite aufkommt, wo wirklich eben der Markt Gas nach unten gibt, bin ich auch durchaus gewillt, aber da muss er natürlich dann erstmal unter mein favorisiertes Einstiegsszenario 1725 dann natürlich fallen, auch mit ein bisschen Schmackes, dass ich hier dann vielleicht auf den Zug erstmal in Richtung 1,1650 aufspringe, um dann vielleicht hier sogar noch recht gute Grundvoraussetzungen zu haben, diese Position zu halten mit dem Gedanken, dass es dann wieder was nach unten geht. Das wäre auch noch so ein Gedanke für den Euro, aber aktuell sind wir ganz klar aufwärts tendierend, gerade auch mit dem Sprung über 1,1730, das wird auch erstmal so ein bisschen auf kurzfristigerer Ebene der richtungsentscheidende Bereich bleiben, beziehungsweise knapp darunter. Das ist dann hier dieses Hoch, ja, aus der vorletzten Handelswoche. Bis dorthin kann der Markt durchaus jetzt sauber nochmal pushen nach unten, um dann eben long zu gehen. Und das ist in etwa dieser 1,1725er Bereich. Ja. Das wäre jetzt durchaus ein Gedanke. Ich denke, viel mehr als 1,19, vielleicht sogar knapp darunter, ist jetzt für die kommende Handelswoche nicht ganz so realistisch. Wir sind zwar gut gestiegen, aber wenn wir hier adaptieren, diese vergangene Handelswoche hier nochmal ransetzen, dann geht es einfach nicht großartig höher als 1,19. Es kommt dann natürlich nochmal 1,20, 1,2030, 1,2050.
Aber da ich denke, da sprechen wir, wenn überhaupt, auf der Long-Seite in der kommenden Trading-Wochenanalyse über diesen Bereich, was da möglich wäre, auf welchen Wege der Markt entsprechend hier in diese Richtung eventuell steigen könnte. Kommen wir abschließend auf das Gold. Gold ja ebenfalls etwas stärker gefunden und ich habe hier mal, wir haben den Tageschart hier aktuell im Gold und ich habe hier mal dieses Fibonacci-Retracement eingezeichnet und ihr seht, dass hier der Markt durch diese Erholung oder grundsätzlich erstmal durch diese, Moment, ich zeichne es ein, durch diese schöne Abwärtsbewegung hier weiterhin erstmal übergeordnet abwärts tendierend ist. Und ich habe jetzt einfach mal an diese letzte Abwärtsbewegung hier ein Fibonacci-Retracement gezeichnet. Das kann man durchaus machen und gerade wenn man eben sich Bereiche anschaut, um hier eventuell wieder prozyklischer Natur den Goldpreis auf der Abwärtsseite zu handeln, schaue ich mir immer ganz gerne an, wo ist dieses 38,2er Retracement Level. Das ist etwas mehr als ein Drittel der Kernbewegung, was erstmal zurückerobert wurde. Und man muss auch dazu sagen, dass zwar der Markt oder der Goldpreis vergangene Handelswoche auch mal so ein bisschen Dampf auf der Aufwärtsseite hatte, aber summa summarum ist hier der Markt, gerade was dann Freitag, Donnerstag, Mittwoch betrifft, zwar leicht aufwärts tendierend gewesen, aber hat vielmehr eigentlich fast eine Seitwärtsphase aufgebaut. Jetzt ist es durchaus denkbar und das wäre hier mein favorisiertes Szenario. Und wenn mir jetzt einer eine Pistole auf den Kopf setzt und sagt, sag mir mal, an welchem Punkt im Gold würdest du was machen, dann würde ich hier ähnlich wie im DAX darauf warten, dass Gold hier vielleicht nochmal, Moment, ich nehme mir ein bisschen dünneren Pfeil, nochmal leicht neue Bewegungshochs ausbaut in den Bereich 1264. Das ist ein Widerstand, den wir hier schon lange, lange im Markt drin haben. Genau oder müh darüber liegt dieses 38,2 Retracement Level aus dieser letzten Kernabwärtsbewegung und da würde ich es in diesem Bereich mal auf der Short-Seite versuchen wollen. Ja, ich denke, hier hat man auch die Möglichkeit mit einem relativ kleinen Risiko zu arbeiten und auch auf jeden Fall das Potenzial, dass der Markt erstmal wenigstens reagiert und ihr wisst, ich brauche ja meistens gar nicht so starke Bewegungen, um erstmal einen Trade so abzusichern, dass er plus minus null ist, dass er dann vom Stop her auf dem Break-Even-Punkt liegt und dann ist es übergeordnet denkbar, dass sich die Abwärtsseite hier erneut erneut eben umsetzt und erneut eben der Markt Schwäche bekommt. Sollten wir weiter rüber pushen, sollte eben der Markt nicht reagieren, 38,2 völlig egal sein, sollte hier weiter Stärke reinkommen, dann haben wir übergeordnet in dem Bereich hier oben im Bereich 1280, das ist so der Bereich hier mit diesen Hochs, das ist dann eigentlich der nächste Kernwiderstand. Also ist es dann auch denkbar, wenn eben erstmal vielleicht Montag, Dienstag die Abwärtsseite nicht so funktioniert, der Markt das nicht macht, sondern weiter Stärke aufbaut, dann ist es eben denkbar, auch weiter die Aufwärtsseite in Richtung 1280 hier zu handeln. Ja, also wir sind hier ähnlich wie in den anderen Märkten auch kurz oder hier zumindest im Gold kurz vor einem entscheidenden Widerstand und wo eben die Abwärtsseite denkbar ist. Sollte das nicht halten, dann kann man eben auch, und da hat man ja auch die Möglichkeit, wenn man leicht später einsteigt, hier eben noch genug Chance, die Aufwärtsseite dann entsprechend weiter zu handeln. Das ist durchaus realistisch. Sollten wir, und das ist ja auch noch ein Szenario, relativ schnell Schwäche bekommen, gar nicht mehr hier neue Hochs ausbauen, sondern hier den Freitag, wir gucken auch gleich nochmal auf den 4-Stunden-Chart, den Freitag hier eben weiter fortsetzen und Schwäche aufbauen, dann kommt relativ zügig die Abwärtsseite wieder in Betracht. Ja, das können wir uns auch gerne hier auf dem 4-Stunden-Chart jetzt nochmal anschauen. Wir sehen hier diese Stärke, ich glaube Dienstag oder Mittwoch, Dienstag war es glaube ich, die hier im Gold aufkam, nachdem wir Anfang der Handelswoche hier erstmal wieder erneute Bewegungstiefs ausgebaut haben, kam hier diese Stärke rein, dann kam hier auch nochmal ein nächster leichter Schub nach oben, aber wir sehen, dass der Markt dann erstmal seitwärts tendierend war. Ja, dass wir hier eben in den letzten Handelstagen der Woche mehr oder weniger in diesem Bereich seitwärts tendierend waren und jetzt kann man auch hier natürlich leichte kleine Trendlinien zeichnen. Das hatte ich dann auch schon in den Livestreams vergangene Handelswoche gemacht. Hier eben leichte Trendlinienansätze zeichnen. Ein Bruch nach unten, ein sofortiger Bruch nach unten wäre dann das Szenario, okay, der Markt läuft erst gar nicht mehr nach oben, sondern nach unten. Wäre hier interessant, dann eben auch relativ zügig, erst recht, wenn wir hier unter den 1246er Bereichen etwa rutschen, dann wird schnell die Abwärtsseite wieder interessant, die dann auch durchaus mit Momentum, wie wir es so oft hatten hier in der Vergangenheit, dass wir durchaus das dann auch wieder mit Momentum umsetzen. Das Szenario, dass der Markt erstmal in den Bereich 64 bzw. 38er Retracement läuft, könnte man auch, wer möchte, hier auf kleiner Zeitebene handeln. Und zwar, wenn hier dieser Bereich nach oben durchstoßen wird, ja, dann muss man gucken, wenn man ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis kriegt, könnte man sogar noch vorsichtig hier mal die Aufwärtsseite handeln. Und dann kommt hier oben der Widerstandsbereich
Wer da möchte, also ich muss natürlich, ihr wisst, ich schaue mir das ja dann immer situativ an. Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob ich jetzt wirklich mein Limit direkt dort reinlege oder ob ich hier in diesem Bereich dann wenigstens auf einen kleinen Trigger warte, der mir dann zeigt, okay, der Markt möchte nach unten, um dann hier entsprechend, wie besprochen, die Abwärtsseite zu handeln. Und selbst wenn der Markt dann erstmal nur hier diesen Trend, diese Trendlinie wieder von oben testet, sollte wenigstens dieser kleine rote Pfeil, der da gerade eingezeichnet ist, dafür sorgen, diese Bewegung, dass ich diesen Trade dann wenigstens Break-Even bekomme. Und dann, wie gesagt, idealerweise rutscht der Markt dann erstmal ein Stück weiter nach unten. Und wenn wir hier drüber laufen, dann, wie gesagt, können es eben auch schnell in Richtung 12.280 gehen. Das der Grundkern, der Grundgedanke der Big Picture Analyse hier für DAX, S&P, Euro und Gold. Das ist das, was ich mir als Kernbild zurechtlege für die kommende Handelswoche. Und dann entscheiden wir ja immer in den entsprechenden Livestreams, schauen wir uns das an, DAX Long oder Short am Morgen, auch die US Opening Bell am Nachmittag, wie der Markt reagiert, Tag ein, Tag aus, gucken, okay, Big Picture, so und so, er ist aktuell an der Stelle, da hatten wir gesagt, okay, hier sind wir jetzt, da könnten wir shorten, hier sind wir jetzt, da könnten wir kaufen. Das eben dann fortsetzen zu der Trading-Wochenanalyse, natürlich in den täglichen Livestreams. Ich wünsche euch Good Trades und Mega Trading für die kommende Handelswoche. Viel Spaß und bis dahin, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.